Wir wurden ausgeplündert. Paul war auf der Suche nach Vorräten und hat einige interessante Dinge. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Die Angreifer waren sehr aggressiv und sie haben gut gekämpft und etwas Schaden angerichtet. Schade, dass wir keine Karten hatten. Bruno wurde verletzt und die Angreifer sind mit vielen Wertsachen abgehauen. Wir müssen mehr Leute als Wachen aufstellen. Dinge, die sie gestohlen haben. Viel. Viel zu viel. Am Bruno. Oh, Bandagen. Wo ist Bruno? Bruno, komm her. Du bist verletzt. Die kommen jetzt natürlich wieder, weil sie wissen, wir sind leichte Opfer. Kriegst du hin, etwas zu essen machen? Ich brauche aber auch hungrig, traurig, müde. Hungrig, müde. Was ist das halt? Das kann ich nicht updaten. Das kann ich nicht upgraden. Ja, Lichterchen. Waffen. Das bauen wir als erstes. Einmaligen Gebrauch steht doch da extra. Das kostet richtig viel. Drei Teile dauert das. Ist er noch am Bauen? Jetzt kann ich das scheinbar auch noch upgraden. Ich brauche viel, viel mehr Teile. Viel Teile. Viele, viele, viele Teile und viel Holz. Viele Teile. Ich brauche viele Teile. Der ist müde. Dann leg dich erstmal hin. Bruno schläft. Die ist hungrig, traurig und müde. Was soll man dazu sagen? Jetzt brauche ich natürlich wieder einen Filter. Lalalala. Kein Wasser mehr. Wenn ich das Zeug roh esse, hier am Kühlschrank. Ich hab nicht mal mehr was. Tja, dann kann ich eigentlich nur warten auf die Nacht. Die beiden schlafen schon. Dann hock dich dahin und nimm dir ein Buch oder so. Oh, muss neues Zeug ran schaffen. Im Haus habe ich ja nichts mehr. Noch ein Bett bauen kann ich auch nicht. Ich habe Hunger. Was gibt's hier eigentlich? Was ist das?
Mir geht es gut, das sind Medikamente. Okay. Und da ist nichts mehr drin. Und zu essen gibt es auch nichts mehr. Ah. Bah. Übel. Übel. Na dann, leg dich jetzt mal hin. Komm, geh runter. Hock dich hin. Leg dich hin. Mach's dir gemütlich. Hinlegen. Paul ist hungrig. Ohne Material kann man nichts bauen. Bruno. Verletzt. Traurig. Hungrig, vielleicht krank. Ja, dann leg dich doch noch mal ins Bett. Aus Ruhe. Ich kann Brennholz machen. Holzbücher und andere Bestandteile. Da gibt's auch nichts mehr. Das Haus ist leer. Und hier kann ich tagsüber auch nichts machen. Irgendwas übersehen. Nee. Alles schön geplündert. Hunger da auch. Gib nichts zu essen. Ich brauche was zu essen. Und Baumaterial. Die haben sich alle Sorgen gemacht, dass sie die Nacht nicht überstehen. Also, Paul geht plündern, du machst Wache und du machst Wache. Schlafen wird heute nicht. Und? Das haben wir zu 100% durchsucht. Die zerstörte Villa. Erst ein Stückchen, viele Materialien, viel. Etwas, eine Menge Lebensmittel. Supermarkt. Das ist noch immer unter Kontrolle des Militärs. Dennoch suchen einige. Das ist also gefährlich. Einige Häuser. Sehr gefährlich. Puh. Eine große Menge Waffen. Vorsicht ist geboten. Dann würde ich doch erstmal sagen, die zerstörte Villa.
Na, die Waffe muss ich schon da lassen für die Verteidigung. Das nehmen wir die mit und die mit. Falls ich doch irgendwie durch muss. Ich brauche viel Material, ich brauche viel zu essen. So, und wenn der jetzt weg ist, kann ich ja hier lang. Dann gehen wir erstmal nach unten. Und durchsuchen den Haufen. Gucken wir mal, ob es hier noch was gibt. Nein. Plünderungskampfmodus wechseln. Angreifen. Das ist Kampf, das ist Angreifen, okay. Und jetzt? Verstehe ich nicht so ganz. Wie komme ich da durch? Ja, ich habe doch, ich habe doch ein Brecheisen dabei. Mach doch zu. Ich muss es von der anderen Seite versuchen. Okay. Im ersten war jemand, ne? Was ist das für ein Zeichen? Da kommt einer runter. Schnell mal abhauen. Zurück. Ich habe genommen, was ich kriegen konnte. Keine Ahnung, ob wir das gebrauchen können. Wir brauchen Lebensmittel. Wir brauchen Baumaterial. Wir brauchen Brennholz. Wir brauchen alles. Hungrig und müde. Ist klar. Haben wir denn was zum... Wir haben kein Wasser, wir haben kein Essen. Es sieht echt übel aus. Ja, wir würden alle gerne etwas essen. Ich kann mir noch was basteln. Verbesserung ist nicht möglich. Hier ist keine Verbesserung möglich. Ich kenne mir noch ein... Nein. Nicht mal einen Filter kann ich bauen. Wenn es so weitergeht, werden wir alle verhungern. Ja, muss halt mit Hunger ins Bett. Bruno. Hungrig, leicht krank. Leicht verletzt, traurig, müde. Ja, dann geh ich schlafen. Hungrig, traurig, sehr müde. Da geht's ja gar nicht runter. Ist sogar sehr müde. Ja, schlepp dich ins Bett. Findest du nicht selbst den Weg ins Bett, oder?
Wem geht's denn nicht ganz so schlimm? Hungrig, müde. Ah. Frau muss aufstehen. Lass sich den hocken. Die schläft ja schon im Stehen. Was soll ich da machen? Ratten fangen zum Essen. Na, hier gibt's ja noch nicht mal welche. Und tagsüber kann man nichts machen. Man kann da irgendwie nicht auf Materialsuche gehen. Ich habe keine Teile. Ja, da brauche ich wieder einen Filter. Ja, Schwierigkeitsgrad ist nicht ohne. Am Einstellen sein tun. Schnapp dir ein Buch und lies was. Konsumierte Zigaretten pro Tag 3. Uns fehlt es ein Kaffee. Hört halt mit dem Rauchen auf. Ich muss unbedingt die Werkbank aufrüsten, um Pistolen herstellen zu können und die Patronen wieder befüllen zu können, damit ich gescheite Waffen habe. Hier kann ich eigentlich nur... Was ist eigentlich, wenn ich Tag beenden sage? Ich kann eh nichts mehr machen. Weil... Ich habe ja nichts mehr. Ich kann aber warten, bis es wieder 8 Uhr abends ist. Also, machen wir das mal, die Nacht. Hungrig sind sie alle. Katja ist müde. Wovon denn? Lacht die nicht die ganze Zeit? Geschlafen? Das war die Villa, ja. Ich kenne noch die Schule. Man wird es mir fast zu heikel.
versuche es trotzdem nochmal. Immer nur die Schaufel mit. Ja, muss ich schon wieder von der anderen Seite. Die suchen mich schon. Das ist okay, glaube ich. Na, ich suche jetzt hier alles. Jetzt einfach mal hier nach oben gehen. Was ist das hier? Ach, verstecken. Okay. Wer bin ich eigentlich? Ich sehe gar nichts. Ah, ich bin der. Hm? Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt bin ich der böse Mensch. Ah, mehr kann ich nicht mitnehmen. Zumindest haben wir jetzt ein Messer mehr.
Und sie haben wieder geklaut. Na super, er ist sehr müde. Paul, dann ich dich erstmal hin. Sehr hungrig. Ich kann mir ja schon was zu essen bauen. Nope. Nichts zu essen da. Kühlschrank leer. Pech gehabt. Sehr hungrig. Genau, sie ist positiv. Ja. Nein. Keine Waffen. Kein Upgrade. Da brauche ich viel, 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 viel mehr. Kann ich denn wenigstens einen Filter herstellen? Nee. Gib mal was zu essen. Der will noch mehr. Da gibt es immer noch das Gemüse dazu. Kaffee? Okay, noch Kaffee? Noch mehr Kaffee? Noch mehr Kaffee? Noch mal Kaffee. Ne, da muss ich wohl eine Konserve rausnehmen. Oder einen Kaffee. Dann nehme ich den Kaffee nochmal dazu. Was ist das? Okay, dann nimm dein Dings hier wieder zurück. Was war denn das, das hier? Hauptsache, wir haben was zu essen. Ich habe kein Wasser. Kann ich da einfach hier so... Immer noch sehr hungrig. Wo muss ich hin mit der Konserve? Immer noch hungrig.
Da war doch irgendwas mit Garten und Anbauen. Aber ich sehe hier keine Stelle, wo wir sagen, irgendwie Dünger anbauen. Ich sehe einfach keine Stelle. Was ist, wenn ich jetzt hier... Ach so. Oh, da gehen wir was essen. Nur mit dieser Kleinigkeit, dass du nicht verhungerst. Ein bisschen unterhalten. Paul geht dann mal was essen und fertig geredet ist. Ja, wie oft denn noch? Paul muss was essen, bevor die Nacht hineinbricht. Das Essen hilft nur nicht viel. Gehen wir noch mal in die Villa rein. Deprimiert, du darfst doch nicht stehen. Und wir gehen wieder in die zerstörte Villa. Zwei Messer bleiben da. Ich nehme mal Schaufel mit. Und das Brecheisen. Und dann hole ich mir den Rest aus der Villa da. Die bleiben zur Verteidigung. Können sich auch mit der Schaufel verteidigen.
Rest noch ausräumen. Kann nichts mehr mitnehmen. Ah, vielleicht könnte ich ja noch irgendwo was aufmachen in der Nacht. Da muss ich das nächste Mal. Ich will nur das Zeug haben. Das Wichtige erstmal. Wie oft muss ich denn da noch loslaufen? Ich brauche größere Rucksäcke. Gibt zum Beispiel viel von diesem Kleinzeug. Ja, das kann ich auch nochmal aufbrechen. Lange Zeit ist. Will ich das nächste Mal gleich durchsuchen. Wenn es sich nicht auf magische Art und Weise wieder verschließt. Man weiß ja nicht. Da war ich doch auch schon mal durch. Keine Ahnung, was das soll. Bin ich da schon mal durchgebrochen? Ich schätze mal, das nächste Mal muss ich alles nochmal machen.